Der von der Sparkasse Südholstein präsentierte 16. Cup Alsterquelle fand vom 24. bis 27. Juli in Kaltenkirchen statt. Bei dem Turnier mit DTB-Ranglistenwertung und einem Gesamtpreisgeld von 2.250 Euro bewiesen alle Teilnehmer sportlichen Ehrgeiz. Ja, wir tragen das Turnier, den Cup Alsterquelle, jetzt zum 16. Mal aus. Also schon eine ziemliche Historie hat das Turnier. Gedacht ist es einerseits, oder im Hauptsächlich ist es gedacht für die Spieler aus der Region hier, also aus dem Kreis Südholstein, Bad Segeberger Kreis, Pinneberger Kreis, um eben die Möglichkeit zu haben, hier vor Ort auf starke Konkurrenz aus, sag ich mal, der Nordregion zu treffen. Es kommen auch viele aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und wir haben auch immer mal wieder einzelne internationale Spieler dabei aus anderen Ländern. Zum Beispiel dieses Jahr auch aus Russland sind Spieler dabei. Aufgeteilt ist das wie folgt. Wir haben 19 Spieler bei den Herren am Start. Davon auch Spieler, so die um die 100 in Deutschland stehen, Top 100 ungefähr. Und bei den Damen hat auch die stärkste Teilnehmerin ein Ranking von 140 in Deutschland, die Jessica Homberg. Kommt aus Hamburg, da haben wir 9 Teilnehmerinnen. Ja, ansonsten haben wir hier beim Tennisclub Alsterquelle noch 2 Highlights dieses Jahr. Das eine ist am 29. August, Samstag, der 29. August, ist hier das Aufstiegsspiel von unserer ersten Herren über 30. Und dann haben wir am 2. September, Wochenende 11. bis 14. September, hier die Gemeindemeisterschaften im Mixed, gemischtes Doppel, immer ein Mann und eine Frau zusammen. Zahlreiche tennisbegeisterte Zuschauer besuchten die Veranstaltung und fieberten mit.